Hey Leute, David von iDesignish hier. So, jetzt kommt das Tutorial, worauf hier einige gewartet haben. Und zwar, wie man Schusswaffen erstellt anhand einer Schrotflinte bzw. Shotgun. Aber ihr könnt damit Revolver, Maschinengewehre, Uzis, ihr könnt damit alles machen, was ihr haben wollt. Jetzt hatte ich mir einmal ein Bild rausgesucht. Das könnt ihr einfach mal googeln. Ich hab's bei Google mal Schrotflinte, könnt ihr irgendwas schauen. Und hatte hier eine simple Schrotflinte genommen. Jetzt nichts Spezifisches, nichts Special-mäßig, weil sonst würde das zu lange dauern, das Tutorial. Und das machen wir jetzt doch mal alles nach, wie das dann so in etwa ist. So, also mit mittlerer Maustaste kommt hier in diese vier Einstellungen. Dann zieht ihr einfach euer Image hier rein in die Vorderansicht. Und dann fangen wir mal an zu modellieren. Das heißt, wir selektieren uns, dass wir hier das angucken können, unser Ende. Ich kenne mich jetzt nicht so aus mit den Begriffen, deswegen verzeiht mir. Und wir gehen bei den 3D-Objekten, nehmen uns einen Würfel, der erscheint dann hier. Jetzt, da der Hintergrund weiß ist und man das generell nicht so sehen kann, gehen wir hier mal auf Darstellungen und gehen auf versteckte Linien. So zeigt er uns die Linien an. Ich bin noch in Objektmodus. So, dann ziehen wir uns das hier mal ein bisschen zurecht. Da das ein bisschen schräg ist, müssen wir das auch schrägen. Das heißt, ja, wir drehen es uns so, wie wir haben wollen. Dann, damit es einfach überdeckt wird, einigermaßen, das ist ein bisschen zu viel jetzt, gehen wir Darstellung und mal Linien, drehen wir das noch ein bisschen zurecht, ich denke so ist okay, und ziehen das noch ein bisschen hoch, so, ich denke das sollte okay sein, so. Und jetzt gehen wir zu den Würfeln, gehen bei den Polygonen. Jetzt müsst ihr darauf achten. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Wenn ihr nur ein Polygon habt, also Quatsch, nur ein Segment habt, und ihr packt es später in einen Halbbanner rein, dann habt ihr so eine Wurst. Und je nachdem, wie viel Segment ihr reintut, desto weniger wird das gerundet. Das heißt, desto mehr Ecken habt ihr quasi. Heißt, wir stellen mal 20 ein und dann mal 20 und dann auch mal 20. Und wenn wir jetzt in den Halbbanner reinpacken, ist das nur die Ecken, nur die Kanten ein bisschen abgerundet, aber nicht so extrem. Und das müsst ihr dementsprechend beachten. Also jetzt gehen wir raus und gehen wieder in den Modus rein. Das heißt, ihr solltet schauen, wie abgerundet das sein soll. Am einfachsten, ganz ehrlich gesagt, ist einfach überall nur ein Polygon zu haben. Ich drehe das nochmal kurz. Na, nur ein Segment zu haben. Weil dann ist es halt einfach schneller und einfacher zu bewegen. Allerdings mache ich hier mal zu Demo-Zwecken hinten bei Z1. Und bei den Segmenten 20 sind viel. Ich mache jetzt mal 15. Ja, ich denke 15 ist okay. Und Segmente Y machen wir mal 4. Damit es auch nicht so viel Arbeit wird. Und dann drücken wir mal C. Und gehen in unseren Punktebearbeitungsmodus. Und jetzt wählen wir die Punkte an. Gehen in unser Selektionswerkzeug. Und ziehen uns die Punkte so zurecht, wie wir haben wollen. Bevor wir das natürlich machen, gehen wir mit STRGZ zurück. Gehen wir hier in unser, wenn wir unser Selektionswerkzeug selektiert haben. Habe ich eigentlich schon gemacht. Nur sichtbare Elemente selektieren. Also das habt ihr normalerweise ein Häkchen drin, dann nehmt ihr das Häkchen raus. Damit könnt ihr dann beide selektieren. Warum er mir jetzt nicht alle selektiert hat, ist mir gerade ein Rätsel. Ich schaue da mal kurz nach. Mit der Maustaste wieder raus. Und wähle mal an. Na, warum macht er das denn? Selektion? Ja, aber ich will nicht eins haben, sondern ich will beide haben.
So rausnehmen. Ups. Und. Ja, jetzt macht das. Hm? Okay. So. Komisch. Gut, aber im Endeffekt, ich weiß nicht warum, aber normalerweise sollte das von Anfang an klappen. Und jetzt sehen wir hier uns einfach zurecht. Wenn ihr, wie gerade erwähnt, ganz viele verschiedene Segmente habt, hier müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein, dass ihr das nicht so kreuz und quer macht, also nicht so überlappen, sonst sieht es doof aus, sondern das immer so schön, dass immer so ein Quadrat übrig bleibt. So, und wie gerade erwähnt, beziehungsweise angefangen zu sagen, wenn ihr ganz viele Segmente habt, dann dauert es natürlich länger, weil ihr müsst jede einzelne Segment, jedes einzelne, jeden einzelnen Punkt müsst ihr halt einfach verschieben. Das ist halt lange Arbeit, aber dann kriegt ihr das deutlich smoother hin und ist dementsprechend natürlich auch wertiger. Aber so wie ich das jetzt mache, reicht es auch. Hoffentlich. So, dann ziehen wir die Ecke mal so gerade um. Und by the way, wenn ihr ein Intro haben wollt oder irgendein Banner oder sowas, könnt ihr mir auch gerne schreiben unter meiner E-Mail-Adresse idesignish@web.de oder meine Facebook-Seite habe ich euch verlinkt unten, wo ihr mir schreiben könnt, wenn ihr irgendwelche Designwünsche habt. So, das machen wir mal. Dann gehen wir mal zurück. Nehmen wir hier außen mal. Weil, wenn ihr hier halt lang fahrt und euch ein, sag ich mal, etwas zu viel ist, dann könnt ihr das auch jederzeit löschen. Ich zeige euch gleich mal wie. Ich hoffe, wir kommen gleich zu so einer Situation. Wenn nicht, dann doof. Aber wenn ich dann zeige, ist es kurz gleich später. So, gleich sind wir fertig. Wenn das ein bisschen zu eckig ist, dann ist es auch okay. Ihr packt später einfach einen Hyperknob rein wie am Anfang. Und dann sollte das schön abgerundet sein. Da ziehen wir mal das Segment hoch. Ihr solltet halt nur einfach darauf achten, dass es nicht ein Segment ist, sondern sonst ist es einfach zu flach, also zu rundig. Ihr solltet maximal aus eigener Erfahrung 4 haben in der Y-Achse, also sprich so quer, weil 4 sieht gut aus und alles andere darunter sieht meiner Meinung nach nicht gut aus. Aber das ist natürlich denen selbst überlassen. So, jetzt werde ich hier mal ganz kurz einen Punkt hinzufügen. Das heißt, ich gehe rechte Maustaste, Punkt hinzufügen und in die Mitte und ziehe das einfach hier so hin. Wenn da jetzt dieser Strich ist, ist es egal, weil das ist ja innen drin und das sieht ja keiner. So, dann ziehe ich das auch nochmal, mache hier auch nochmal einen Punkt. Punkt hinzufügen. Und so. So, jetzt wird es ein bisschen tricky. Ja, genau. Und zwar ziehe ich das mal so hier lang. Und dann das hier so. Dann das hier so. Und wie ihr sehen könnt, ich benutze die außen gar nicht. Denn, so ist es gut, ich lösche die einfach. Das heißt, ich markiere sie. Mal Maustaste gedrückt halten, dann kann man einfach alle markieren. Und dann entfernen drücken. Und so sind die alle weg. Und ihr habt nur noch euren Rand. So, up, jetzt gehen wir zurück mit der Maustaste und dann in die Ansicht. Und jetzt packen wir mal einen Hyperknob rein. Mal gucken, wie das aussieht. Und voilà. Das sieht doch schon mal ganz schön aus. So, jetzt machen wir noch mittlere, ne, Würfel anwählen. Mittlere Maustaste, rechte Maustaste. Und Polygonloch schließen, denn ihr seht jetzt, hier ist offen. Und schwupps, das machen wir mal zu. Okay, das sieht ein bisschen doof aus. Okay, das machen wir schon, schließen wir später. Gut, nehme ich zurück, das machen wir am Ende, wenn wir noch ein bisschen tweaken. STRG
und Z. Das ist offen. So, nehmen wir erstmal eine Würfel und ziehen den uns von der Breite mal ein bisschen zurecht, weil wie ihr sehen könnt, ist es einfach zu breit und das wollen wir nicht. Deshalb wählen wir unseren Würfel an, Skalierwerkzeug auswählen und die blaue nehmen. Ah, bevor wir das machen, gehen wir natürlich vom Punktwerkzeug und unseren Objektwerkzeug rein und ziehen einfach unseren Halfter, oder wie man das nennt, einfach ein bisschen schmaler. Ja, ich denke, so ist doch okay. Ja, so sieht das schon mal ganz schnieke aus. So. Jetzt machen wir unser Metall hier. Da machen wir dasselbe in grün wieder. Das geht diesmal schon schneller, weil das ist nicht so verformt wie hier hinten. Und zwar, wir gehen mit auf unser 3D-Werkzeug, nehmen uns wieder einen Würfel und ziehen den uns zurecht. Und diesmal können wir den sogar auch perfekt sitzend machen. Weil dann müssen wir nicht alles nochmal quasi neu machen, nur die Hälfte davon. Weil hier, das ist ja schon ganz gut, rechter Winkel ist auch okay. Und ich denke, so ist okay. Das hier hinten können wir wegschneiden. Und jetzt müssen wir gucken, eventuell machen wir das ein bisschen, ne, lassen wir es so. Ja. Und dasselbe in grün, Würfel anwählen, machen wir mal, diesmal machen wir keine 15, weil eventuell reichen 10, gucken wir mal. Ja, nö, okay, machen wir mal 15, ja, ist ja wurscht, wie viel wir machen. Dann Segmente Y wieder 4, damit es halt einfach auch gleich aussieht, weil wir das gleich in Hyperner packen. Und C drücken und wieder Punktewerkzeug und dann fangen wir wieder an. Das heißt, wir nehmen hier. Das muss jetzt nicht ganz so ab. Ja, machen wir das sogar ein bisschen größer mal. Hier. Muss jetzt nicht dran liegen. Also erstens mal, wenn wir das in Hyperner packen, zieht sich das eben ein bisschen zusammen, die Kanten hier. Und zum anderen können wir das gleich, wenn wir fertig sind, mit allem nochmal zurechtschieben, wie wir es haben wollen. So. Ziehen wir uns das zurück, zurecht, das zurecht. Und ich sehe gerade, hier wird es ein bisschen höher sogar. Ne, das ja, okay, das ein bisschen runter. Das sollte eine gerade Ebene halt sein, eine gerade Linie. Und so, 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 so. Und dann ziehen wir das noch ein bisschen hoch. Und ja, okay. Ja. Manchmal bin ich ein bisschen perfektionistisch. Und jetzt hier unten. Da ist es soweit einigermaßen okay. Ziehen wir das mal ein bisschen raus noch. So, und jetzt. Ups, machen wir hier. Ziehen uns das zurecht. Dann machen wir hier. Und schwupps. Schwupps. Und schwupps. Ich werde es halt jetzt mal nicht überspringen, weil ich mag das generell einfach nicht. Ja, ich will es nicht zu komplex machen. Deswegen machen wir hier einfach mal runter. So ist okay. Ja, okay, machen wir hier noch. Und dann ab hier gerade dann. Und der Rest gehört dann zum anderen Teil. Dann haben wir später nicht so Schwierigkeiten. So. Okay. Ziehen wir mal ein bisschen zurecht. So, hier haben wir wieder dasselbe Spielchen. Das reicht sogar. Das heißt, wir ziehen das hier so hin. Und das hier hin. Okay. Müssen wir ein bisschen weitermachen. Und quasi können wir dann die hier löschen. Ups. Schwupps, schwupps, schwupps. Und schwupps. Haben wir.
So, dann backen wir das Süße hier. Ah, da sehen wir gerade. Sehe ich. Na. Dass das hier. Gucken wir mal, wie es ist. Also das Löschen. Ja, nee. Okay, das bringt dann zu Probleme. Ja. Gucken wir mal, können wir mal, wenn uns dann Sochen schlägt, können wir jederzeit Polygon nach schließen gehen. Ja, okay, das sieht ein bisschen. Okay, gut. Rain, lassen wir es einfach. Ah. Das machen wir natürlich auch noch zu. Okay. Weil wenn wir das letztendlich rendern, ne, sieht das eh kein Schwein. So, dann packen wir das noch in ein Hyper-Nurb. Und haben dann ungefähr so. Ich denke mal, okay. Wie gesagt, gleich ändern wir es noch. Alles noch ein bisschen perfektionieren. Das ziehen wir dann auch noch ein bisschen zurecht. Gehen natürlich Werkzeug rein. Und ziehen uns das ein bisschen kleiner. Dann ziehen wir uns das mal rein. Oh, okay, machen wir doch ein bisschen größer. Und gucken wir mal. Ja, noch ein bisschen. Ja, okay, das sieht dann gut, das doch, so ist doch okay erstmal. Also, das machen wir später mal alles. Jetzt machen wir unser Rohr. Das geht ganz einfach, indem wir uns ein Rohr machen. Das drehen wir um 90 Grad und zuppeln uns das ein bisschen zurecht. Ups. Machen das lang. Da das natürlich Innen- und Außenradius ist, wie ihr sehen könnt, machen wir den Außenradius mal klein. Ich denke, so ist okay. Und so ziehen wir das danach. So ungefähr. Jo. Und dann müssen wir das natürlich noch länger machen. Ziehen wir das raus. Ah, okay. Ja, mal ein bisschen kleiner. Ich denke, so ist doch okay. Jo. Sehr schön. Ist ein bisschen groß. Deswegen machen wir uns das mal ein bisschen kleiner skalieren. Ich denke, so, okay, ja, so ist gut, machen wir das. Und dann natürlich den hier auch noch passend. Ja, okay, das mit den Hyper-Nurb hier gefällt mir noch nicht ganz, aber okay, das machen wir dann später, können wir vielleicht noch was ändern. Jetzt ziehen wir uns das mal ganz kurz so zurecht, damit uns das gefällt. Ich denke, kann man nicht meckern, so ist doch gut. Ja, und das lassen wir auch so. Können wir auch reingucken. Ja, sieht doch ganz schnieke aus. So, jetzt mit der Maustaste wieder und gehen in anderen. Das heißt, STRG, STRG, also STRG C und dann STRG V und wir machen das ein bisschen kleiner. Nicht
zu klein. So. Und ziehen uns das ungefähr hier hin. Jetzt ist die ganze Zeichnung natürlich ein bisschen für den Arsch. Aber so ungefähr kann man sich trotzdem immer noch orientieren, denke ich. So. Ja. Machen wir so, ist okay. So. Ja, so ist gut. Dann kopieren wir uns das nochmal, weil wir machen jetzt hier mal diese Schrauben. Ich will das nicht zu detailliert machen, aber so generell, dass es halt auch nach Halterung aussieht. Das heißt, STRG CSFV und zusammenziehen und machen wir hier mal eine. Machen wir den Radius ein bisschen größer. Ja, so ist doch. Ja, okay, so ist okay. Und da das ja, zu rund ist, also da verschieben wir noch mal ganz kurz die Punkte. Das heißt, wir drücken C und Punktewerkzeug und dann wählen wir uns die Punkte an, so wie wir haben wollen. Ich denke, so ist okay. Und ziehen die mal ein bisschen nach oben. Ja, ich denke, ja, ich denke, so sieht doch nett aus. Ja, so ist doch okay. Das kopieren wir uns und dann ziehen wir es uns Objektwerkzeug, ziehen wir uns das nach vorne, damit es hier ranpasst. Das ist doch ganz nett. So, und da das hier offen ist, und wenn du das nicht unbedingt offen haben wollt, dann könnt ihr natürlich das Loch schließen, indem ihr erstmal in unser Werkzeug geht, hier in unser, Entschuldigung, in unser Polygonwerkzeug und rechte Maustaste Polygon Loch schließen und anwählen. Nicht das, sondern hier bei uns. Und raufklicken, dann ist es weg. Was ihr jetzt noch machen könnt, weil eventuell mögt ihr das nicht unbedingt, könnt ihr noch das ein bisschen rausziehen. Das heißt, wir gehen unser Polygonwerkzeug und wählen uns das mittlere an. Das können wir jetzt ein bisschen rausziehen, wenn wir wollen. Und dann machen wir rechte Maustaste innen extrudieren und dann machen wir, ziehen wir es ein bisschen kleiner, also Maus gedrückt halten, Bildschirm und einfach ziehen. Und rechte Maustaste wieder und wieder extrudieren und dann machen wir es mal raus. So, ich denke, so ist doch okay. Ja, so sieht doch nett aus. So, jetzt machen wir uns unser Holzdingen hier. Das ist, wie ihr sehen könnt, nicht ganz ein Rohr. Deshalb machen wir uns das ein bisschen anders. Das heißt, wir gehen hier in unser Spline-Werkzeug, gehen auf Rechteck. Wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt ein Rechteck. Das drehen wir uns mal. Drehwerkzeug, gucken wir mal. Okay, hier. Objektwerkzeug, dann gehen wir auf P, machen 90 Grad. Ne, okay, das war das Falsche. Aha, vielleicht. Ja, wunderbar. H. Und skalieren das uns ein bisschen kleiner. Ungefähr so, damit es uns passt. Und dann ziehen wir es hoch. Okay, das sehe ich gerade, das Röhrchen machen wir mal ein bisschen nach unten. Aber es wird trotzdem noch verbunden. Eventuell ein bisschen mehr. Wie weiter können wir nach unten? Ja, nee. Bisschen weiter hoch. Ja, okay. So geht weiter geht nicht. Okay, nehmen wir das.
Dann nehmen wir unser Rechteck, skalieren uns das noch mal ein bisschen runter. So, dass es ungefähr passt. Ich denke, ja, so ist gut. So ist gut. So ist gut. Awesome. Kopieren uns das. STRG, SGV. Ziehen uns das, sage ich mal, irgendwo hier hin. Skalieren uns das ein bisschen größer. Ja, okay, ein bisschen kleiner. Ich denke, so ist okay. Und dann nehmen wir uns das erste Rechteck und kopieren uns das und ziehen uns das dann hier hinten hin. Irgendwo. Ich denke so. Und dann nehmen wir uns ein Left-Nurb und packen unsere ganze Rechtecke rein. Voilà. Jetzt haben wir das schon mal so ein bisschen abgerundet, also vorne und hinten. So, jetzt wählen wir uns nochmal alle Rechtecke aus, weil das ist mir ein bisschen zu rechteckig. Wir nehmen Rundungen und verschieben die ein bisschen, die Rundungen. Ich denke, so ist es okay. Ja, tut es nicht so. Ja, kann man nicht meckern, ist doch gut. Ein bisschen nach oben. Ja, kann man immer noch gut benutzen. So, ich denke, das ist schon mal gut. Eventuell. Na, die Rechtecke nochmal wählen. Vielleicht machen wir das ein bisschen runter. Vielleicht so. Ja, okay, machen wir so. So, als letzten Step. Ja, war das. Und jetzt machen wir unser hier Abzug. Dazu zoomen wir mal ran. Und ganz klassisch, wie ihr das kennt, bei Photoshop oder anderen Medien, gehen wir hier auf Spline, nehmen einen Linear Spline und ziehen den uns, also und wählen dann, machen dann unsere Form. Das heißt, wir klicken hier einfach mal hin, wo wir hin wollen. Und dann ziehen wir hier ein Pfad. Wie ihr das haben wollt. So, upp. So. Und da. Okay, das ist ein bisschen zu weit raus. Nicht zu weit. Ja. Okay, nochmal zurück. So, ja, okay. Dann gehen wir in die gewünschte Position. Ich denke, hier oben ist okay. Ja, machen wir es hier. Ah, okay. Die Waffe, ja, okay, ist jetzt ein bisschen verschoben hier vom Bild. Aber gut, dann denken wir uns das einfach mal, dass das, sag ich mal, hier endet. Das sollte nämlich ungefähr eine Linie ergeben. Okay, da. Ja, wurscht. Und dann gehen wir hier hin und gehen den Pfad wieder zurück. Mit den Kanten müsst ihr jetzt nicht zu genau sein, weil wir packen das noch gleich in eine Hypernurb rein und dann ist das sowieso egal, weil es wird eh abgerundet. Hier, hier und hier und hier. Okay, das ist vielleicht ein bisschen zu egal. Und dann gehen wir hier bei den Splines auf Splines schließen. Und jetzt habt ihr so eine Form. Und die Form wollen wir haben. Deshalb nehmen wir hier einen Nurb, einen Extrude-Nurb und extrudieren die ganze Chose. Voilà. Habt ihr so einen Trigger. Den können wir uns, ja, machen wir später, uns ein bisschen zurechtdrücken. Denn wir machen jetzt hier das Innen drinnen. Und das ist dasselbe in grün.
das heißt Linear auswählen und uns einfach einen Halbkreis zeichnen. Und dann die ganze Chose wieder zurück. Ja. Rein hier. So. Und dann schließen wir den Spline. Ungefähr so. Und das Ganze packen auch in ein Hypernerb rein. Extrudenerb rein. Und voilà, haben wir jetzt sowas hier. Jetzt damit sind wir fertig, deshalb wählen wir beide aus. Wenn ihr wollt, könnt ihr die kopieren, das heißt, ihr könnt jetzt Alt drücken und G und dann habt ihr in der Gruppe, aber das ist mir jetzt zu doof. Deshalb, ich wähle einfach beide aus und ziehe mir beide zurecht. Das heißt, Objektwerkzeug auswählen, skalieren und einfach mal kleiner ziehen. Und das können wir uns dann auch mit unseren normalen Bewegungswerkzeug auch ein bisschen in die Mitte rücken. Ich denke, so ist das gut. Und dann sind wir eigentlich auch schon durch. Also, bis auf ein paar Kleinigkeiten jetzt. Und zwar, das hier hinten ist mir so ein Sorgenkind. Eigentlich sollte es etwas anders aussehen. Ich gehe mal auf den Würfel, mach den mal raus aus dem Hypernerb und werde rechte Maus, also werde hier in den Punktemodus gehen, rechte Maustaste, Polygon noch schließen und ich schließe das einfach mal. Mal gucken, wie das dann aussieht. Und hier oben, das werde ich aber, das sieht jetzt irgendwie doof aus. Ja, okay, das, gute Frage, nächste Frage. Wie machen wir das? Ich würde mir sagen, das ziehen wir einfach mal rein. Also mal ein bisschen weiter unten, damit es einfach überdeckt wird. Ja, ich denke, so ist doch gut. Und das packen wir in Hypernerb rein. Ja, und so sieht es doch schon mal ein Stückchen besser aus. Nur hier, der Übergang gefällt mir nicht. Das ist echt doof. Das sollte nicht so passieren. Was machen wir da am schnellsten? Eventuell können wir unser Werkzeug auswählen, unseren Würfel, also unser Punktwerkzeug. Und dann werden wir mal die Punkte hier mal auswählen und die können wir theoretisch auch löschen. Ja, ich denke, so ist gut. Den Punkt werden wir ein bisschen höher ausziehen. Ja, ich denke, so ist super, okay. Und dann ziehen wir uns das ein bisschen weiter rein. Okay, das müssen wir vielleicht noch ein bisschen skalieren. Ist vielleicht noch ein bisschen breit, ja. Und skalieren wir. Ja. Ich denke, so ist okay. Ja, ist okay. So kann man quasi, ich weiß jetzt nicht, wo genau das ist, aber man kann es ja so aufklappen und dann die Kugeln reinmachen. Ich glaube, das kommt hier rein, kann ich mir gut vorstellen. Dann kann man das so aufklappen, ist ganz nett vielleicht. Dann hier, weil das noch so quasi so rechteckig ist. Eine Tüte, heute fehlen mir echt die Worte, sorry. Hypernerb und unser Dings hier rein.
Okay, wie in, na, nicht halber Nerd, wie hatte ich denn das abgerundet gehabt? Ah ja, richtig. Halber Nerd, wir tun, sorry Leute, Extrude Nerd und wir machen einfach bei den Extrude Nerd Fleck, Deckflächen rein. Also auf beiden Seiten, 2 ist ein bisschen krass, deswegen machen wir mal 1. Und hier hinten auch 1. Und ja, warum nicht? So ist okay. Und dann hier Deckflächen und Rundungen. Ne? Eventuell nur Deckflächen. Ne, okay. Deckflächen, Rundungen. 1 und Deckflächen, Rundungen. 1. Eventuell können wir das sogar noch ein bisschen machen. Also nicht 0, sondern 0,5. Ja, 0,5 ist gut. Umso weniger ihr macht, umso besser sieht es halt aus. Und hier dann Extruden ab 0,5 und hier unten auch 0,5. So. Ja, und das war's, meine lieben Freunde. Ich finde, das sieht schon mal ganz cool aus. Da wir jetzt schon über eine halbe Stunde dabei sind, werde ich hier das nicht weitermachen, weil jetzt fehlen quasi nur noch Texturen oder Lightroom, den könnt ihr auch machen. Ich werde es nur als Thumbnail noch bearbeiten, aber so erstmal sieht es aus, die Shotgun, und sieht schon mal ganz cool aus. Ihr könnt, wie gesagt, jede Waffe benutzen, ihr könnt eine, keine Ahnung, Flammenwerfer nehmen, irgendwie eine andere Pistole, weil das Prinzip ist dasselbe. Ihr müsst einfach nur, wenn ihr die Bilder halt habt, müsst ihr einfach nur ein bisschen denken, okay, was würde am besten passen. So große Dinger hier, sage ich mal so, wenn ihr sehr viel knieten müsst, quasi, lohnen sich immer ganz gut Würfel. Oder bei Rohren, beispielsweise bei, ja, sag ich mal, Läufen oder sowas, lohnt sich halt, Röhren zu erstellen, weil Röhren auch in Hohl sind. Und das ist natürlich auch sehr gut. Ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr konntet viel lernen, und ich würde sagen, wenn euch das gefallen hat, würde ich mich freuen über einen Daumen nach oben. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, könnt ihr mich gerne abonnieren. Ich werde auch nächsten Mal nicht so viel mich verplappern, sondern keine Ahnung, was heute los war. Aber ich würde sagen, haut rein und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Mal gefragt, ob ich denn Waffen erstellen könnte. Speziell war eigentlich der Wunsch zu Sniper oder genereller Feuerwaffen. Und ich hatte mir gedacht, okay, gut, mache ich mal jetzt in den nächsten paar Tagen oder in den nächsten Tutorials, werde ich mal Waffen erstellen. Allerdings, da dies halt sehr komplex ist, vor allem wenn ihr futuristische Waffen herstellen wollt, mit den ganzen Details und so weiter, ist es halt einfach sehr zeitraubend und einfach sehr intensiv. Und deshalb passt es mir sehr gut, erstmal Schwerter zu machen, weil das ist relativ simpel. Und also ihr benutzt dieselbe Technik letztendlich, aber das ist einfach ein bisschen simpler, weil es gibt ja nicht so viele Details, worauf ihr achten solltet.